Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario World. Im letzten Part haben wir die Star Road abgeschlossen und haben mit der Special World hier angefangen, die ersten drei Level. Und es ist eine Horrorwelt sozusagen. Und warum ich jetzt hier am Anfang stand, hat einen Grund. Nämlich gibt es ein richtig cooles Easter Egg, nenne ich es jetzt schon mal. Das, wo ich gar nicht wusste davor, dass es das gibt. Das ist nur, wo ich den letzten Part hochgeladen habe, währenddessen habe ich das noch laufen lassen, das Spiel. Und dann hat hier plötzlich in der Special World voll die komische Musik nach der Zeit angefangen. Also ihr werdet es gleich sehen, aber das war richtig krass eigentlich, dass es das gibt, habe ich noch nie gesehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch wusstet, dass da nach einer Zeit sich die Musik wechselt in der Special World zu einer richtig coolen. Werdet ihr, wie gesagt, gleich sehen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt das einfach überreden soll, aber es ist Retro. Und ja, was könnten wir denn dabei reden, bis das auftaucht, die Musik? Das dauert eine Zeit. Ah, da hört ihr schon. Ich bin mal leise, dann könnt ihr sie ein bisschen hören. Das dauert jetzt eine Zeit, aber der Part ist ja auch nicht so kurz, also keine Sorge. Sonst kann ja jemand überspringen, der es nicht hören will. Na, wie fandet ihr das? Also ich finde das ein mega cooles Easter Egg. Es ist endgeil und richtig awesome. Genauso wie das Level, was uns jetzt bevorsteht. Das soll ja auch awesome sein, laut dem Namen. Also ich fand das mega cool, wo ich das erste Mal gehört habe. Ich habe aber auch ziemlich blöd geschaut. Und mit den Panzern hier können wir es uns sozusagen einfach machen. Nein, wir haben den Panzer zerstört. Der hat den Panzer weggekickt. Weil die Panzer sind natürlich hier sehr geil in dem Level. In dem Level, das hier so awesome ist. Und mit dem blauen Yoshi kann man natürlich sich einfach immer wieder neue Panzer holen und sich das Leben so geil machen. Oder aber auch einfach schwer, indem man Yoshi so mehr oder weniger killt. Nein! Deswegen fliege ich so ungern mit diesem Cape so weit nach oben. Jetzt wird natürlich kleine Scheiße. Ohne Yoshi. Jetzt beginnt der wahre Spaß. Ach, man kann ihn nicht besiegen mit der Feuerblume. Aber die alle. Nehmen wir den mit als... Ah, guter Schwimmer. Du stirbst, Alter. Und du auch. Und du nicht. Wow, aber ich fast. Boah, den habe ich cool runtergekickt. Okay, hier lebe ich keine 2 Sekunden. Okay, ich lebe echt noch. Hätte ich jetzt persönlich nicht mitgerechnet, aber es war auch ultra knapp. Genauso knapp wie diese ganzen Sprünge hier sind. Gebt euch mal diese ganzen... Ah, da rutscht mal runter. Okay, ich cutte euch bis hierhin. Bis gleich. Next try on this Albtraum-Level. Best Deutsch-Englisch-Mischung.
Würdet ihr dem nicht auch einen Nobelpreis verleihen, wenn ihr könntet? What? Nein, jetzt ist der Panzer wieder tot. Wow, war das knapp. Jesus Christ. Okay, wir nehmen den. Und jetzt mal fliegen. Ah, es ist nicht angenehm, mit einem blauen Yoshi das Leben. Okay, da oben konnte man gerade nicht fliegen, warum auch immer. Und am Ziel. Ich liebe blauen Yoshi. Und da ich ja vorher jetzt den blauen Yoshi geholt habe, habe ich natürlich mehrere Punkte da oben, weswegen es jetzt zu einem Bonus-Game kommt. Wo ihr euch natürlich in den Arsch ablachen könnt wahrscheinlich. Okay, Stern. Der dürfte da sein. Ja. Nein. Nein. Das ist assi. Es sind zwei Fehler. Aha. Duckt sich Mario und schämt sich. Jetzt konnte ich mich eh nicht mehr ducken dann. Naja, besser als nicht. Jetzt geht's aber noch weiter mit dem Albtraum, nämlich zu Groovy. Und ich erinnere mich übrigens noch, es gibt doch noch ein schweres Level neben dem, was wir schon mal geschafft haben mit den Ballons. Es gibt da noch eins, was ziemlich heavy ist. Komm, gehen wir mal ein bisschen am Boden entlang. Ist ja auch ganz cool. Und das hier ist übrigens das Level, was ihr auf dem Titelscreen seht, wenn ihr das Spiel startet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den gezeigt habe, den Titelscreen am Anfang, aber falls ja, da sieht man dieses Level ein bisschen, wie es einer zockt. Aber das Level ist eigentlich nicht so schwer. Leute, auf einmal gekillt. Und ein paar Leben abstauben. Ach Gott. Ich wollte jetzt eigentlich da rein racen. Aber nachdem ich gesehen habe, was da für eine Armada ankommt von diesen Pockys. Okay, lässt sich lieber von der Seite. Nein. Du. Ah, nee, ich muss mich zurück. Zusammenreißen. Es ist der blaue Yoshi weg. Der stirbt jetzt noch, der Typ. Ach, die sind unbesiegbar, geil. So ist hier auch nicht. Ich hasse unbesiegbare Gegner. Aber die sind wenigstens besiegbar. Ja, genau, was da auf einmal alles abgeht. Ah, leck mich einfach nur. Tschüss. Wir nähern uns den letzten Leveln, das ist doch schön. Mondo. Ich glaube, das ist das schwere Level. Ich hole mir auf jeden Fall nochmal kurz Auffrischung. Von mir aus auch kein Yoshi, damit es ein bisschen spannender ist. Aber ich hole mir zumindest die Federn, also bis gleich. Da sind wir wieder mit Mondo. Mondo. Oh, das ist ein Level, wo man gegen den Strom schwimmen muss, sozusagen. Wo die Fische mal underpowered und mal overpowered sind, sozusagen. Und ein definitiv overpowerter Typi. Ach, jetzt steigt der Wasserpegel auch. Es ist zu empfehlen, weiter oben zu gammeln. Ja, wie ich diese Fische hasse. Nein, jetzt wollte ich den besiegen, so skill ich und dann so ein Schrott. Aber den müssen wir auf jeden Fall schnell killen, bevor der Wasserpegel wieder steigt. Nein! Ich wollte ihn genau jetzt killen. Oh, dieser Asifisch, den merke ich mir, der wird jetzt gleich sterben. Also. Gleich. So, zurück an der Stelle, wo wir vorher gestorben sind. Zwar wieder mit dem Lappen, aber. Der ist ja kein Ding.
So, und jetzt sind alle diese gammeligen Fische tot. Auch der, der mich vorher das Leben gekostet hat. Okay, wir warten einfach mal, bis die Flut unten ist, weil sonst... ja, strömt uns davon und macht uns nur Schwierigkeiten mit den Fischen und so. Das ist natürlich nicht so cool. Die Musik ist cool. Aber die Gegner nicht. Ah, lol, man kann die sogar mit dem Wirbelschlag besiegen. Und da scheint was Festes drin zu sein. Ein Leben, damit haben wir wieder 99. Achso, hier ist es genau andersrum wie bei dem Sandsturm in der Wüste. Wenn man sich duckt, wird man mitgeschwemmt. Bei Mario Bros. Wii war es ja so in dieser Wüste, da konnte man mit ducken sich vor dem Sandsturm. Dann wurde man da nicht mitgeschwemmt. Das war bitter. Egal, wir haben ja noch ein Cape. Eine Cape. Okay, weiter. Okay, man sieht schon, hier ist es gut, wenn man die ganzen... wenn man immer wartet, bis die Flut weg ist und man somit chillen kann. Und das mache ich auch, weil... Warum jetzt unnötig nochmal sterben? Und die Zeit ist auch auf unserer Seite, vor allem weil da das Schild ist. Das heißt, das ist gleich das Ziel in der Nähe. Oh, das hätte mich jetzt fast nochmal das Leben gekostet. Habt ihr gesehen? Nur weil ich unsichtbar war, konnte ich noch in den Stacheln stehen. Das war mega knapp. Aber man braucht ja ein bisschen Spannung. Übrigens, sorry, wenn es immer, wenn der Bildschirm dunkler ist, wenn es dann so übertrieben hell ist, ich nehme das Ganze bloß so ziemlich am hellsten Zeitpunkt des Tages auf. Ich weiß, ziemlich dumm, aber naja, was soll man machen. Und ich glaube, das ist das Albtraum-Level. Ich glaube, Outrageous ist das Albtraum-Level, was einen erwartet. Wir werden gleich sehen, was für ein Albtraum uns bei Outrageous erwartet, aber wenn ich richtig liege, ist es das mit diesem komischen anderen Level einer der nervigsten. Dann schauen wir doch mal, ob das wirklich so nervig ist, das Level, wie ich befürchte. Aber ich glaube, dass das ist. Ja, es ist das nervigste Level mit dem Pi-Ballon-Level zusammen. Nämlich ist dieses Level arschschwer. Jetzt sieht's noch okay aus, aber es wird richtig schwer. Ich befürchte jetzt schon, wie viele Fails es geben wird. Schießt doch der mal da hinten auch seine Kanonen ab. Hat er seine Kanonen deaktiviert, der da hinten? Na egal. Ich wollte eigentlich mit dem rüber, aber es geht auch so scheinbar. Seht ihr, das ist schon eine der fiesen Stellen. Aber erst eine, okay, das war Dummheit. Dass ich da getroffen wurde, war bloß die Dummheit von mir. Aber schaut euch das an, das ist richtig assi. Ja, halt's ab. Ich warte jetzt. Nein. Ich wollte eigentlich den einen abwarten, aber naja, hat nicht ganz geklappt. Lol. Müssen wir da jetzt hochkommen? Witzig. Wahrscheinlich müssen wir uns dieses Trampolin tatsächlich mitnehmen. Ja, das hier. Hä? Wie sollen wir das jetzt machen? Ah, ich ahne wie und das ist nicht nett. Er kann sich mal diese Flamme verpissen. Ja, die setzt da die ganze Zeit Flammen, die Spawn-Trap, dieses Trampolin, sodass ich nicht hin kann. Die setzt da die ganze Zeit Flammen. Ja, man muss es eigentlich versuchen, also pff, da nehme ich mir Yoshi mit, das sehe ich nicht ein, das Level ist richtig lame eigentlich. Sorry, dass ich so oft cutten muss und so, aber die Special World hat es halt in sich und naja. Zurück an der Albtraumstelle, dieses Mal mit einem Yoshi und einem Trampolin im Mund. Denn anders kommt man da ja nicht richtig hoch. Als wie mit einem Trampolin. Ich weiß nicht, warum die Entwickler so was Schweres programmieren, aber gut, früher war es halt noch nicht so, dass man einfach alles geschenkt bekommen hat. Da musste man schon hart arbeiten. Finde ich einerseits natürlich gut, aber andererseits, manchmal haben sie auch echt keine Speise verstanden. Übrigens, Yoshi kann sogar diese Flammen essen, was zwar sehr
komisch ist, aber vielleicht mag er Chili-artige Sachen, also Sachen, die scharf sind. Oder heiß, in dem Falle. Boah, die Viecher spucken sogar Flammen, also die Piranhas. Mit denen ist also nicht zu spaßen. So, snacken wir die mal lieber weg, bevor die nerven. Aber es war es natürlich noch nicht mit dem Level, das will einen richtig nerven. Wow. Das war jetzt schon ein bisschen knapp. Dann ist gleich die nächste Pera. Ach Gott. Ja, schieß. Wir warten. Gott, ist das viel auf einmal. Aber wir haben diesen Albtraum überstanden irgendwie. Warum haben wir ein Leben gekriegt? Ich weiß jetzt gerade nicht, warum wir ein Leben gekriegt haben, aber naja. Und die ganze Zeit, wenn ich aufnehmen will, kommt die Sonne wieder raus. Gerade wo ich kurz vorher pausiert hatte, da war es kurz dunkel. Aber jetzt ist natürlich wieder die Sonne da, was hier den Bildschirm heller macht. Ich hasse es, diese scheiß Sonne. Ich weiß, das ist Meinungsänderung, aber ich bin ein absoluter Sonnenhasser. Denkt auch jeder, wie er will. Und in dem Level sollten wir uns übrigens beeilen. Weil, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, aber dieses Level hat einen verdammt geringen Zeitaufwand-Dings, wie auch immer. Ja, wie kommen wir da jetzt hoch auf Yoshi? Ja gut, mit Cape. Und die sind assi, die Sumo-Brüder, nenne ich sie jetzt einfach mal. Weil sie halt die ganze Zeit ihre Flammen darunter stoßen, keine Ahnung, was für eine Power die haben. Tschüss. Ist das nicht schön, wenn man die verarschen kann? Ja. Wow, lol. Okay, da sollte man aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Und sollte auch auf die Chuck-Bälle aufpassen, die assi sind. Achso, ich dachte, die Teile machen ein Geräusch, warum eigentlich? Den kann man recht easy killen. Ja, wenn ihr dachtet, ich falle auf euch rein, habt ihr euch geschnitten. Lol. Ach, irgendwie lebt Yoshi noch. Ich weiß auch nicht wie, aber er lebt. Er lebt immer noch. Wir durchstehen das Abenteuer gemeinsam. Ja, von dem Paracooper lasse ich mich jetzt nicht so billig ownen. Okay, lassen wir es. Wir hätten zwar abspringen können. Ihr Assis. Ihr habt Yoshi gekillt. Ihr habt meinen Best Friend gekillt, sozusagen. Yoshi ist mein Best Friend. Und ihr habt ihn einfach gekillt. Und jetzt steht hier was. Nämlich you are a super player. Ausrufezeichen. Warum ausgerechnet zwei? Keine Ahnung. Und sie sagen, dass wir Superplayer sind. Naja, wenn wir so sind. So, und damit wäre die Spezialwelt geschafft. Mit einigen Nerven auf reibendem Band. Ich kann heute nicht reden. Wie so oft nicht, aber egal. Und wenn man jetzt diesen Stern betritt, passiert was Besonderes. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen soll, weil man kann es nicht resetten. Ich glaube, dass ich mir für den letzten Part aufhebe. Andererseits wäre es auch lustig, in der Welt dann in das letzte Bowser Castle zu gehen, weil im letzten Part werden wir natürlich Bowser in den Hintern treten, das ist ja auch klar. Ja, machen wir es doch. Wollen wir es? Ja, machen wir es Finale so, es hat bisher, glaube ich, keiner gemacht. Nämlich, wenn man dort reingeht, man kann es nämlich leider nicht mehr rückgängig machen, wird die Welt anders, wie ihr seht. Wir haben jetzt so eine braune Schokoladenwelt, will ich so ziemlich sagen. Und man kann es ja als Beispiel in dem Level zeigen, was sich so alles verändert hat. Zeigen wir es in dem allerersten Level. Es haben sich nämlich die Gegnertexturen verändert. Der hier ist jetzt noch gleich, ja, da denkt man sich nichts. Und der auch, und der auch. Okay, vielleicht hätte ich es in einem anderen Level zeigen müssen. Aber es gibt auch Gegnerveränderungen. Bloß
das waren Comedy. Zum Beispiel hier, die Piranha-Pflanze, die ist jetzt so ein Halloween-Kürbis. Warum auch immer. Aber das war halt eine coole Idee von den Entwicklern. Und es gibt auch noch mehr Gegner, die sich verändert haben. Hoffentlich sehen wir da noch einen, mindestens. Und warum er jetzt nicht schon früher da? Das sind ja die Panzer und die haben sich in so komische Art Mario-Köpfe entwickelt. Was natürlich ziemlich cool ist. Was kommt daraus? Ich glaube auch eine Blume, ja. Und Feder ist ja cooler. Killen wir ihn mal mit Feuer. Wenn man ihn mit Feuer killen kann, ja. Und dann greift er auch nicht an. Er checkt's halt nicht. Oh, dass das noch gezählt hat, hätte ich nicht mehr gedacht. Und so sind halt die ganzen Level so verändert und die Oberwelt sieht auch richtig cool verändert halt aus. Man kann ja mal ein bisschen die Oberwelt zeigen, das kann ich noch in dem Part machen. Was sich so alles auf der Oberwelt verändert hat. Hier ist halt alles so bräunlich gemacht. Oder so herbstmäßig, sagen wir so, es sieht eher so herbstwaldmäßig aus. Die Star Road ist auch ziemlich cool geworden. Die finde ich richtig cool. Weil die sieht nämlich so richtig schön, ja, wie soll man sagen, aber auf jeden Fall sieht es geil aus. Ich kann ja selber so sagen, wie ihr es findet, aber ich finde, die sieht richtig cool aus. Und was gibt es noch so zum Erforschen, was sich verändert hat? Schauen wir mal in die Höhle rein, was da, ob da was Neues ist und so. Ja, die sieht auch richtig schön aus, also vor allem das Wasser so schön dunkelblau. Also auch cooler gemacht, finde ich, die Höhle. Ich finde, es wirkt einfach so braun, bronzemäßig Gold, teilweise auch ein bisschen. Das ist richtig cool. Und hier jetzt ist es auf einmal alles grasgrün, auch die Brücken sind nicht mehr holzfarben, sondern grün. Natürlich, der Wald da unten ist jetzt auch kein grüner Wald mehr, sondern so ein richtig cooler Herbstwald. Sieht richtig cool aus auch. Also es kann schon was, die Idee war cool von den Entwicklern, muss man sagen. Und dann unser Schoko Island Dings hat getauscht mit der restlichen Welt und ist jetzt das Gras Island sozusagen. Und das andere alles ist Schoko Island. Aber sieht auch die Endwelt anders aus, das weiß ich gerade gar nicht. Und selbst die sieht anders aus. Die ist auch schön gehalten, muss man sagen. Gut, dann werden wir halt mit dieser schönen Endwelt sozusagen den Boss bezwingen, dann im letzten und nächsten Part. Nämlich durch die Front Door. Sieht die Special Welt auch anders aus? Ich glaube nicht. Aber das ist der Echo, cool, gell, in der Special Welt. Das kannte ich selber noch nicht. Nee, ist alles gleich. Wenn man oben durchgeht, dann bleibt trotzdem alles auf dieser coolen Farbe, will man sagen. Soweit ich weiß, also ich glaube nicht mehr, dass man es resetten kann. Ist zwar ein bisschen schade, aber da man eh schon die ganze Zeit in dieser neuen Welt hier rumgerannt ist, in der alten Welt, ist die neue Welt natürlich was Erfrischendes Neues, kann man sagen. So, gehen wir noch schnell zum Bowser-Schloss hin. Kann man ja hier abkürzen, perfekt mit den ganzen Star Road-Eingängen. Kann man die ganze Welt sich warpen, durchwarpen, wie man Bock hat. Und dann geht's im letzten Part hier gegen Bowser. Werden wir Peach retten können? Das seht ihr im nächsten Part. Also nächstes Mal unbedingt einschalten zum letzten Part von Super Mario World. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und so Zeug. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.